Ja, Fakt ist, gestern war, war doch eine Frau hier. Ich weiß ja nicht, da warst du aber doch auch hier. Ich weiß ja nicht mehr. Da warst du danach hier? Ich weiß echt nicht mehr. Die hier länger rumgeschraubt hat? Ja. Ach so, und der Freund von ihr? Die Dokumentarfilmerin. Ja. Die war doch eine Dokumentarfilmerin. Die meinte, oh, das ist ja witzig hier, was hier so abgeht. Und da dieser Freund oder was auch immer das war. Abends war das. Genau. Ja. Oder Bekannte oder weiß ich nicht. Der ist auf alle Fälle ist der Cutter. Weil Leon meinte doch so, dass ich noch jemanden suche, der schneidet. Da meinte sie, ja, wohnt doch zusammen mit ihm. Der macht sowas. Hauptberuflich. Sie. Sie ist Dokumentarfilmerin und er ist Cutter. Ach so. Dann hat sie ihn angerufen, dann kam er gleich rum. Hat gesagt, ja, kein Problem, hat Filmmaterial mitgenommen und. Und von welchen Sitzungen? Na, von jetzt von Nummer 3. Die ersten zwei habe ich ja gemacht. Erstmal hat er sich eine mitgenommen. Also pro Woche eine. Mal hochladen. Nummer 3 ist mit wem? Mit dir, mit Andi, mit Dennis. Wolfgang zum ersten Mal. Tim Williams, später denn? Hier der Schauspieler, Tim. Sein Sohn. Ja. Andrea kommt doch kurz rein mit Emma. Alex, natürlich. Ja, ist eine gute. Die dritte ist für mich eigentlich die beste. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen. Sind die im Netz? Na, erst wenn sie geschnitten sind. Die ersten beiden sind im Netz. Die dritte war doch die, wo du dich mit Andi so ein bisschen gezofft hast, quasi. Ach so, ja. Weil der so überschwänglich... Ja, ich glaube, dass das die dritte war. Die vierte ist, glaube ich, Andi Spezial. Andi und der Knast. Andi und die Knastkamellen. Also nenne ich das, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die Titel muss ich mir nochmal aus dem Finger saugen. Auf alle Fälle, ihr habt Pizza. Pizza. Läuft alles irgendwie. Ja, ein bisschen was wir brauchen, bis du wirklich oder Stammpublikum hast du ja wahrscheinlich schon. Ja, vielleicht 3-4 Leute, die es ernst meinen. Aber die ziehen ja wiederum auch dann irgendwann welche mit, weißt du? Jetzt sondiert sich gerade das aus so ein bisschen, das springen wieder welche ab. Die mich abonniert haben wegen 1. Mai und so ein Scheiß. Die springen jetzt gerade wieder so ein bisschen ab. Weil sie sehen, oh, ist ja doch Fahrradladen. Ist ja gar nicht politisch motiviert, orientiert, was auch immer. Ich bin ja, weiß ich nicht. Ist ja links und rechts, oben und unten. Haben wir alles. Wo ist das andere? Hunger, wollen wir was essen? Was gibt's denn? Weiß ich nicht. Was ich meine. Nicht gemacht? Ja, ich hab nicht gemacht. Das ist mir klar, aber ich meine, was schlägst du denn vor? Da muss ich gucken, hier vorne hol ich bei links. Bei na, hier auf dem Markt. Na gerne. Aber dem Moped-Fahrer geht's ja wohl gut. Ja, ist das jetzt sicher? Man meinte eher, er hat...
paar Rippenbrüche wohl. Prellung, Beckenprellung. Aber sonst nicht. Obwohl der Helm wohl geplatzt sein soll. Ja. Da hat er Glück gehabt. Du hast einen Helm auf, Alter, ja. Jetzt hier jemand anders sich dran. Ja, dann werde ich. Langsamer ans Langsam kann man sich nicht vorschleichen. Du hast richtig gemerkt, wie er auch hier quasi also dass man ihm glaubt, ne? Ja, dass man, ja. Das ist ihm ganz wichtig. Und dann irgendwann habe ich eingelenkt und meinte, na, der Motorradfahrer ist ja ein Idiot. Dann war er sofort, hast du gemerkt, umgeschwenkt? Okay, danke, tschüss. Mann, ey. Das ist, weil er sonst hätte er nicht aufgehört dazu in seinem Ding. Aber das, was ich als Anwalt für einen Juristen, okay, wenn er wirklich Schuld hätte, wäre vielleicht sogar sein Jurastudium gefährdet, wa? Der kriegt 100% Teilschuld. Ja? 100%ig. Mann, der wollte abbiegen, der ist von einer anderen Spur gekommen. Linksabbieger. Der ist von einer anderen Spur gekommen, fertig, mit Mittelinsel dazwischen. Der ist verpflichtet, scheißegal. Und wenn er 1000 km/h fährt. Ja. Wenn der nicht aus dem Weltall gekommen ist, genau, oder was, dann ist das. Das habe ich ihm auch gesagt. Der meinte, ja, und die Zeugen sagen aber, dass er vorher schon ein Video und sowas gemacht hat. Das ist unerheblich. Nicht, meinte ich auch. Das geht wenn um grün den, war? Allein um den Sachverhalt an der Kreuzung und nichts anderes. Wenn grün das war und der rübergefahren ist bei grün, genau. Egal ob mit 100 oder was? Genau. Dann muss entweder. Das meinte ich. Komm, gibt es ein Gutachten? Und der Kreuzungsbereich wird freigeräumt, freigeschnitten, dass man weitere Sicht hat. Das kann ja sein. Ja, dass der Gutachter da so entscheidet, sagt, ja, das ist zu wenig einzusehen. Wenn da einer mit überhöhter Geschwindigkeit ankommt, sieht man ihn nicht und kann zu tödlichen Unfällen führen. Ja. Dann muss man den Kreuzungsbereich freiräumen, ja. Ganz einfach. Ja. Haben Sie jetzt angesagt, wir haben 547 Kinder gepickt bei den Dormspatzen. Oh Mann, ey. Die alle gefühlt, die Kirchen, Leute. Wieso denn das? Na, weil sie Spaß dran hatten, mir einen Schwanz drin zu stecken. Oh. Ihre Gurke, ihre süße Spreewaldgurke. Oh, der Carsten, das hört nicht mehr auf. Abschneiden den Zübelmann. Also, wer so was mit Kindern macht, ja. Den sollte man wirklich das Ding abschneiden. Na, hast du ja grundsätzlich recht, aber sind ich meine... Schweine. Ja, das sind ganz große Säue. Aber wie du das formulierst, jetzt erst, aber das jetzt erst rauskommt, verstehe ich nicht. Ja. Dass die Scheiße jetzt erst rauskommt, was vor Jahren passiert ist mit den Kindern. Die heute, wo sie gefickt haben, noch kleine Kinder waren, heute sind es Erwachsenen. Dass sowas erst nach 20, 30 Jahren rauskommt. Naja, damals haben sie alle dicht gehalten. Na klar. Ja. Behörden, alle, ja. Die davon gewusst haben. Ja, haben ja auch welche gewusst, muss man ja auch mal so sagen. Ja, hätten sie aber die Penner anzeigen können. Ja. Hätten sie können zur Polizei gehört, ja, der fickt kleine Kinder. Ja, das macht man nicht. Was? Naja, sowas macht man ja nicht. Nee, aber anzeigen muss ja, man so, die Schweine. Anzeigen muss man die. Ja, hast du recht. Penner. Ja. Sollte keiner mehr in die Kirche gehen, wenn die. Stand das heute in der Zeitung oder warum? Nee, wie kommst du jetzt da drauf? Nachrichten haben sie es angesagt. Ach so, naja, dann, wenn das aktuell ist, beschäftigt es jetzt. Ja? Ist auch aktuell, die genau. Sache. Naja, sollten sie in der Kirche alle sich faule Eier mitnehmen und dem Priester faule Eier an den Kopf schmeißen. Und losbrüllen, Babyficker und dann Hose runter, die Kluntern runter, Bibel von den Altar räumen und dann so verdreschen, dass der Achthaare nicht mehr wesentlich. Ich glaube, die das damals gemacht haben, die können sowieso nicht mehr mit ihren Klöten anfangen.
Ne? Sind da Schweine? Ja, sind's, auf alle Fälle. Ich bin ganz deiner Meinung. Sind da ganz große Säue, wer so was mit Kinder macht. Eieieiei. Hätten sie sollen bei der Nutte gehen, sollten sie die ficken ja, für ja, Geld. So sieht's aus. Aber da haben sie kein Geld dafür, haben sie lieber an kleine Kinder vergriffen. Oh Gott, das ist aber auch schlimm, ey. Ja, sowas ist. Eieiei. Schweine sind das. Ah, ja. Ganz große Schweine. Das stimmt. Das war ja wieder. Brummel zum Kinderficken. Eieiei. Best of Brummel.
Thank you.